herzlich willkommen hier bei Laser Game Berlin und den Tipps und Tricks rund zum Thema Lasertech. Und heute gehe ich mal auf ein spezielles Spiel ein, damit wir euch zeigen können, hey, es macht vielleicht Sinn, meine Strategie für dieses Spiel mal zu überdenken. Wir machen immer wieder neue Videos, also abonniert den Kanal, wenn ihr euch für Lasertech interessiert. Das Ganze funktioniert natürlich auch für andere Spiele, also rein theoretisch für Paintball oder sowas in dieser Richtung. Es kommt natürlich immer darauf an, wie dort gespielt wird und wie die Regeln genau aussehen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass man bei Capture the Flag, und das geht es heute, in die gegnerische Basis muss, dort die Flagge klaut und sie zurückbringt zur eigenen Basis. Erst wenn man sie zurückgebracht hat zur eigenen Basis, macht man Punkte. Wenn ich mir das Spielprinzip so angucke, dann sind die meisten Teams damit beschäftigt, ihre Basis zu verteidigen. Das heißt also, bloß nicht den Gegner die Flagge klauen lassen. Okay. Das macht am Anfang so im Kopf Sinn. Die dürfen meine Flagge nicht kriegen. Das stimmt aber gar nicht. Ja, wenn man sich das mal genau anguckt, dürfen die Flagge kriegen. Was sie nicht dürfen, ist sie zurück in ihre eigene Basis bringen. So, und wir haben da damals eine Taktik entwickelt, die die Gegner völlig aus dem Konzept gebracht hat und total geärgert hat, weil sie keinen einzigen Punkt gemacht haben. Und zwar haben wir uns um deren Basis gestellt und sie da abgefangen. Warum? Erstens, wenn sie unsere Flagge klauen, egal, macht nichts. Erst wenn sie zurückbringen, kriegen sie einen Punkt. Und daran haben wir sie gehindert. Der Vorteil ist, die brauchen viel länger. Die müssen sich irgendwo wiederbeleben, müssen erstmal in unsere Basis. Normalerweise würden wir sie jetzt dort aufhalten mit der alten Strategie. Und dann laufen sie sich ein neues Leben holen und greifen wieder an. Neues Leben, greifen wieder an. Dauert eine bestimmte Zeit. Was aber länger dauert, ist, sich ein Leben zu holen, zur Basis zu gehen, die Flagge aufzuheben, zur eigenen Basis zurückzugehen und da zu sterben. Weil dann müssen sie sich erst wieder ein neues Leben holen und können, das heißt, sie haben einen viel längeren Weg über 3 Punkte, sind viel schneller mit ihrer Ausdauer fertig, können insgesamt nicht so viele Angriffe starten und versuchen zu punkten. Ja? Und wir haben es relativ easy. Wir stehen bei deren Basis, merken, okay, wir haben jetzt gerade fast alle von denen erwischt. Eine oder zwei von uns holen uns die Flagge und pesen einmal durch. Die sind nämlich mit Wiederbeleben beschäftigt und müssen dann auch erstmal zu unserer Basis. Dementsprechend haben wir nur einen Weg. Und da machen wir dann mal einen Punkt. Versammeln uns wieder bei der gegnerischen Basis, warten, bis die mit unserer Flagge kommen, schmeißen alle raus und gehen wieder mit einer von deren Flaggen durch. Das war eine Taktik, die wunderbar funktioniert hat. Ansonsten, wie viele Leute brauche ich, um eine Flagge zu transportieren? In der Regel eine. Sollte ich jemanden mitschicken, der die aufbewacht? Ja, soll der vor oder hinter der Person gehen? Idealerweise davor. Ne? Speerspitze, vorgehen, gucken, wo ist überhaupt ein Gegner, eine Chance haben, den zu treffen. Falls nicht, zumindest seine Aufmerksamkeit kriegen. Der hinter mir laufende Flaggenträger hat dann die Möglichkeit, gehe ich woanders lang oder greife ich den bereits enttarnten Spieler an, der vielleicht auch schon 1-2 Treffer abgekriegt hat und dementsprechend auch schneller ausgeschaltet werden kann. In jedem Fall ist der Schutz vor mir sehr viel besser als der hinter mir. Und dann muss man halt auch wirklich Tempo machen. Ja? Wir sehen es immer wieder, dass die Leute mit der Flagge extrem zurückhaltend sind. Ja? Also zur Deckung, zur nächsten Deckung, stundenlang umgucken und vielleicht noch 1-2 Gefechte sich liefern, bevor sie dann den nächsten Schritt machen. Aber der Punkt ist, ich kriege wahrscheinlich, je nach Einstellung des Spiels, weniger Punkte dafür, dass ich die Gegner abtreffe, als für diese Flagge. Dementsprechend sollte diese Flagge vorgehen und die muss gehen. Die kann nicht einfach irgendwo im Feld sein, weil mit jedem Kontakt besteht das Risiko, dass ich abgeschaltet werde. Und je länger ich irgendwo warte, desto mehr Zeit haben die Gegner, sich ein neues Leben zu holen und wieder einen Kontakt herzustellen. Das heißt also, ich gebe denen einfach viel mehr Chancen, das ganze Ding wieder umzudrehen, mir die Flagge abzujagen, als wenn ich einfach durchmarschieren würde. Klar, ich muss ein bisschen aufpassen, ich kann nicht einfach kopflos losrennen. Ich bleibe natürlich dabei, dass ich als Spieler aktiv bin und auch meinen Gegner ausschalten muss, aber ich kann nicht mich einfach hinsetzen und warten, bis meine Leute das geräumt haben oder sowas. Bis die da sind, kann es sein, dass auch schon wieder weitere Gegner angekommen sind. Die will ich nicht. Ich möchte in meine Basis zurück und dort meine Flagge ablegen. Das ist der Punkt. Okay, es gibt auch Spiele übrigens, da ist es so, dass man für einen Flaggenträger, den man ausschaltet, mehr Punkte kriegt,
als für einen normalen Spieler. Macht ja auch einen gewissen Sinn. Dann, und vor allen Dingen in diesen Spielen, ist es extrem wichtig, dass der Gegner die Flagge klaut, weil er dann wertvoll wird. Das heißt also, ich lasse den reingehen in meine Basis, sich die Flagge holen und hole ihn mir erst, wenn er wieder rauskommt, weil er dann viel mehr Punkte wert ist. Er muss den Weg sowieso mehrmals machen, aber auf dem Weg rein ist er weniger wert als aus dem Weg raus. Ich muss nur sicherstellen, dass ich ihn dann auch kriege, spätestens an seiner Basis. Aber das ist mal so eine Taktik, die ihr euch mal verinnerlichen könnt und überlegen, hey, vielleicht probieren wir das mal. Ist natürlich ganz besonders hart, wenn beide Mannschaften dieses Video gesehen haben und dieselbe Taktik anwenden. Aber nochmal zur Erinnerung, die eigene Basis zu beschützen bei Capture the Flag ist nicht so super sinnvoll. Es sei denn, und jetzt kommt's, der Punkt wird tatsächlich erzielt, wenn ich die Flagge hole. Ja? Wenn ich sie erst zurückbringen muss zu meiner Basis, um den Punkt zu machen, dann die gegnerische Basis belagern. Wenn es eher so eine Search-and-Destroy-Geschichte ist, das heißt also die Basis wird zerstört, wenn die Flagge geklaut ist oder so, dann natürlich die eigene Basis bewachen. Das macht auch sehr viel mehr Sinn, aber eher auf Angriff als auf Verteidigung setzen. So, das war das. Ich hoffe, ihr spielt bei eurem nächsten Capture the Flag-Spiel einfach ein bisschen erfolgreicher. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns.